Diese Geschichte habe ich in einem Büchlein von Erik Brauer gelesen, den ich sehr geschätzt habe. Du mir denkst, du schreibst was im Mundart. Das Wunder. Der Lenzenbauer kommt zum Zoll mit einem Rucksack auf dem Buckel, der auf und auf voll. Der Zöllner, der sieht, wie er sich blockt, weil er den so kam, der Drock, holt ihn auf dem Frocken drauf, was denn an den Beidl als Sinner war, weil wer sich ist er eher schwer. Und dass er ihm nicht besser ist halt, wenn er ihm jetzt auch noch die eine und andere Frage stellt. Er tat sich auch nämlich nur der Lahm, sie bei ihm zu erkundigen, woher er kam. Er war nämlich der verlängerste Arm von Staat, der ihm für sowas die Befugnis hat. Ja, das Bayerl drauf. Er kommt vom wohlfasten Kot, und dass er da eben logischerweise selber ein paar Sachen mit hat, ganz wichtig sind, um ja nicht zu kränken, ein paar Dinge für die daheim blieben zu schenken. Weil wenn er da mit Lari hinterheim kam, konnte oft schon sein, dass wir ihm sie übernehmen. Und auf das will er sie nicht, drum nimmt er gescheiter für die ganze Brut was mit. Meinetwegen wärst du von dem Klump das Rucksack sau schwer, aber ich fast gehasset, dass er ein Knauserer war. Und er mein Geizkrog noch sang, da der lieber schwer trug. Drum ist gescheiter, wenn er an jeden was kauft. Und überhaupt, solange sie in dem Geschäft halbwegs läuft, tut er da nicht lang um und kauft an jeden ein Drum. Ein Rosenkranz hat er für seine Frau die Malt. Er hofft, dass er ihr gefällt. Ein Taschenmesser kriegt der Michi sein Geld. Der ist nämlich auch schon gewöhnt, dass er ihm was mitnimmt, wenn er von der Wallfasch kommt. Dann die Lisi kriegt einen schönen Krug. Die Schwiegertochter hat von den Kraft eh schon genug. Drum kriegt sie und sein Bub heuer einmal nichts. Außer für die neue Stumm ein angeschnitztes Kruzifix. Wie sein Enkel, der wärst nämlich demnächst taft oder ganz eine schöne Taufkistskraft. Mit dem Bild von Heiligen Pankratius dazu, so soll er nämlich einmal heißen, der kleine Bub. Nachher hat er auch noch was zum Trinken und für die größte Naut ein paar Butterbrot, weil man braucht auch eine Kleinigkeit zum Essen. Aber was hätte er jetzt bald vergessen? Weil er immer den heiligen Ort war, versteht sich ja wohl von selber eh ganz klar, hat er auch noch drei Flaschen Wasser mit von dem Brunnen, der auf den heiligen Pankratius geweicht ist. Wenn auch das heilige Wasser nicht ganz leicht ist, tragt er mit Freude und ist noch so schwer. Und überhaupt so ein Wasser, wie das neben der Kirche aus war, ist für ihn keine Last und kein Grund zum Verzogen. Da hat er dich da Gottes Segen heimtragen. Und so einen Segen von oben braucht er jeder von Zeit zu Zeit. Geht's irgendwas zum Feiern, ja, eine Festlichkeit. Ist gut, wenn man was hat. Ja, nicht da war's schon, ja, sau blöd, wo man nachher kein so seelenreinigendes Elixier nicht hat. Oder auch im Sommer, wenn er wieder niedergeht, wenn's einmal du eine Stunde blitzt, wärst sicher jetzt selber ein bisschen gespritzt. Aus dem Stall bei den Kalm und Kühe. Oft geht rein prophylaktisch, man weiß auch nicht. Nichts vergessen, zu Weihnachten bei einer Rachen gehen, ein paar Mal ums Haus. Nein, das ganze Jahr kam er da mit einer Flasche nicht aus. Drum muss er, eben weil er gerade einmal das Jahr Wallfaschen kommt, schau, dass er da nachher jetzt mal genug mitnimmt. Weil um ein ganzes Jahr über die Runden zu kommen, heißt es einfach ein bisschen was mitzunehmen. Der Zöllner schiebt drauf hin sein Kappi zurück und schaut, nicht bei, weil er misstraut, hat er jetzt da angehalten. Nein, der Grund ist, er muss ja die Gesetze halten. Und da hat halt er einmal den Auftrag an jeden, der vorbeikommt, zu kontrollieren. Schlimmstenfalls auch dies und jenes zu konfiszieren. Ja, dem was Beschlag zu nehmen. Und das darf er glatt nicht umkommen.
weil das auch klipp und klar in seiner Dienstanweisung steht und er eben bei Nichtbefolgung mit Konsequenzen zu rechnen hat. Schlimmstenfalls konnte er sogar seinen Arbeitsplatz verlieren und das möchte er auch nicht riskieren. Drum, oder nicht, dass nicht heißt, der hat gar nichts zu tun und dass man ihm nicht Untätigkeit vorwerfen kann, den Entschluss gefasst, obwohl er verspricht ihm, dass er ihn danach gleich in Ruhe lässt, er wird jetzt für irgendeiner von seine Sachen eine kleine Stichprobe machen. Und da war er halt zu dem Entschluss gekommen, aus einer von den drei geweichten Flaschen eine Probe zu nehmen. Und weil er aufgrund seiner Dienstverpflichtung eh nicht recht einer Kirche reinkommt, nutzt er die Gelegenheit, dass er einen Schlickei von den heiligen Wasserl nimmt. Weil ein bisschen was von Gottes Segen kam ihm auch nicht ganz ungelegen. Trotzdem ist alles, was ab jetzt wirst geschehen, nicht als ein kirchliches Zeremoniell zu sehen, sondern dass man dies klipp und klar als eine reine Amtshandlung versteht, wenn er jetzt zum Tabula Rasa übergeht. Und da war es gut, wo man dies ab jetzt schon als den ersten hoheitlichen Akt betrachtet, wenn er da jetzt einen Rucksack aufmacht. Und schon fängt der Finanzer auf dem Beil seinen Buckel hinten ganz sachte den Beidel aufzubinden, verspricht, dass er ihm danach alles wieder, wie es gewesen ist, riecht. Nachdem er den Sack hat aufgebunden, das untere ist unter Flasche hat gefunden, diesen auszerfischt, sie noch schnell am Mund erwischt, trat er mit den Worten, Kontrolle ist ein Muss, ganz sachte am Schraubverschluss. Dabei er jetzt die Flasche die Lippen sitzt, sie hat einmal leicht die Zunge benutzt, geht's ihm an den Ries? Was ist, Speyer? Du, meint der Mann von Zoll und nimmt von den Wasserl noch gleich eine ganze Pappen voll und lasst's genussvoll die Gurgelöche rein. Ja, mein lieber Freund, da ist auch ein Schnaps rein. Was, meint Speyer drauf? Nachher stimmt das echt, was man sich Land an, Land auf verzeiht, dass er wieder wie Wunder verbringen soll, der heilige Pankratius. Und zum Schluss ist bei den Flaschen die drei, eher für die, für den Zollbeamten auch eine dabei.